So, was hat euch dahin getrieben? Wo wart ihr überhaupt? Wo wir waren? Also, wir sind nach Rutenberg gefahren, zum Eichhof. Das ist in der Nähe von Lüchen. So eine kleine Ferien-Sommeranlage. Besser gesagt, es wird sehr viel im Sommer genutzt. Aber das war eine super Anlage für die Jungs. Wir hatten ein Haupthaus, wir hatten unsere eigene Küche, unsere eigenen Schlafzimmer. Und ja, alles das, was wir eigentlich machen wollten, haben wir gemacht. Was wolltet ihr denn machen? Was wir machen wollten. Wir wollten einfach den Jugendlichen oder den Kindern vermitteln, dass man jeden Menschen so akzeptieren soll, so wie er ist. Egal ob schwul, egal ob schwarz, egal ob Israele oder Jude oder wo man auch immer herkommt, ja, dass man die Menschen so akzeptiert, wie man ist. Wir haben vermittelt, wir haben versucht, den Jugendlichen zu sagen, dass sie keine kriminellen Sachen machen sollen, dass man das nicht machen muss, dass wenn sie Geld brauchen oder wenn die Geld haben wollen, dass es auch andere Möglichkeiten dafür gibt. Zum Beispiel, wenn man ein eigenes Projekt durchführt, dann kriegen die vielleicht so eine Art Aufwandsentschädigung, ein bisschen Taschengeld für die, dass sie das gemacht haben. Auch, dass sie dann halt so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, dass auch andere Mitarbeiter oder andere Menschen zu denen stehen. Also denen vertrauen und denen auch einfach das vermitteln. Diese. Und wie seid ihr da vorgegangen, den Jugendlichen das zu vermitteln? Wir haben uns natürlich, wir sind morgens aufgestanden, frühstücken. Alle gemeinsam schön. Nach dem Frühstück haben wir uns hingesetzt, haben eine Runde gespielt, dass die ganze Stimmung ein bisschen locker wird. Und dann haben wir angefangen zu reden. Haben wir angefangen zu quatschen untereinander, was zu Hause passiert, was würdet ihr machen, was würdet ihr nicht machen. Wie können wir euch selber helfen, wir als Mitarbeiter, wie können wir euch helfen? Wie können wir euch unterstützen mit manchen Sachen? Wenn ihr Projekte habt, wenn ihr eigene Projekte einreichen wollt, sagt uns das Bescheid. Also wir haben oft von Kindern gehört oder von Jugendlichen zum Beispiel so, Mann, ey, da hätten wir bloß mehr Geld oder so, ja. Dann hätten wir zum Beispiel, wirklich, wie gesagt, reiten könnten wir gehen, wir könnten Kegeln gehen, wir könnten bowlen gehen, wir könnten ins Kino gehen, wir hätten in eine andere Stadt fahren können, hätten wir ein bisschen mehr Benzin gehabt, um in eine andere Stadt zu fahren, um da vielleicht zum Weihnachtsmarkt zu gehen oder so. Dass man was mit den Kindern macht, aber wir hatten einfach diese finanzielle Unterstützung, hatten wir einfach nicht. Wir haben dieses Projekt eingereicht bei Vielfalt tut gut, ja, und 465 Euro war einfach für die Unterkunft so, also für diese Seminarfahrt, für das Workshop sozusagen. Und den Rest mussten die Jugendlichen und Kinder selbst beisteuern. Gab es Augenblicke, die dich besonders beeindruckt haben, die du so in Erinnerung behalten wirst noch eine Weile? Erinnerungen, ja. Also ich habe zum Beispiel gesehen, dass die Kleineren zufrieden waren, dass wir größere Kinder mitgenommen haben oder Jugendliche mitgenommen haben, damit die sich auf ein Level fühlen, damit sie sich nicht so ausgeschlossen fühlen. Und die Jugendlichen, die haben auch mit den Kleineren gespielt. Also die haben die an die Hand genommen mit, komm, los, wir gehen spielen oder wir erzählen euch was oder wir passen auf euch auf oder wir gehen in den Wald zusammen oder wir gehen einkaufen zusammen. Und das war einfach super zu sehen, dass die zusammen klargekommen sind, egal ob da so ein Altersunterschied miteinander war, aber es hat geklappt, es hat funktioniert. Wie die miteinander geredet haben, die haben gesagt, ey, wir müssen uns respektieren, Jungs, wir können uns hier nicht dumm anmachen oder so. Wir sind hier, um uns zu respektieren, also respektieren wir uns auch. Wir respektieren euch, ihr seid älter, aber ihr müsst uns auch respektieren. Manchmal haben wir sogar auch recht. Ihr wart ja zu 12 da und die Jugendlichen, die mit waren, waren ja dieselben, die hier sonst auch rumhüpfen. War die Atmosphäre da eine andere als hier normalerweise? Ja, auf jeden Fall. Die Atmosphäre war da viel, viel anders als hier. Ich denke einmal zu einerseits, dass die Eltern nicht dabei sind oder dass die Eltern nicht in der Nähe sind oder dass die Jungs nicht nach Hause müssen nachts oder zum Schlafen halt. Und dass die Jugendlichen und Kinder mal so sein konnten, so wie die wirklich sind. Und nicht für sich verstellen müssten oder aufpassen müssen, was die machen oder was die sagen oder so. Die hatten wirklich sehr, sehr, die waren, wie soll ich sagen, glücklich und froh, dass wir das mit denen gemacht haben. Also die haben sich nichts Besseres vorgestellt. Die dachten immer so, ja, wir wollen nach Hamburg lieber da Workshop machen, da ist doch Reeperbahn und weiß nicht, aber dieser Ort, wo nichts ist, nur Wald drumherum und dieses Haus, ja, das war absolut geil für die. Die meinten, super geil. Immer wieder hin. Cool. Was ziehst du jetzt für ein Fazit von der ganzen Reise? Was für ein Fazit ich daraus ziehe, also ich hoffe, dass die Jugendlichen selber was mitnehmen, dass sie selber vielleicht später zu anderen Freunden, zu anderen Kindern reden, erzählen, was wir denen beigebracht haben oder was wir denen erzählt haben, dass sie das weitervermitteln an andere einfach. Dass das vielleicht so eine Art Kettenreaktion, ja, wir waren da und da mit Momo und Hassan und wir haben da und darüber geredet und wir haben das und das gemacht und das war sehr, sehr gut und hätten wir das nicht gemacht, hätten die uns auch wieder nach Hause geschickt oder nicht mitgenommen. So, ich hoffe, dass das weitervermittelt wird einfach, dass andere Jugendliche zu uns kommen oder Kinder und die dann sagen, ey, wir wollen auch dieses Projekt machen und wir sind doch auch so und wir passen doch darauf auf und ja, dass das so funktioniert, hoffentlich. Ich hoffe halt, dass es da wieder Projekte gibt, die wir einreichen können und da, wo wir wieder vielleicht ein bisschen mehr Gelder kriegen dafür einfach, weil das würde sich einfach lohnen, ein bisschen mehr Geld zu kriegen. Ich meine, die Jugendlichen tun auch was dafür, die benehmen sich, es hat auch was also Aktion, Reaktion. Die bauen Scheiße, die kommen nicht mit. Die geben ihr Bestes, versuchen sich anzustrengen, sind nett, hören, haben Respekt, sagen Danke, sagen Bitte. Das sind so eine Sachen, die machen was aus. Und die verdienen dann es auch wirklich, dann mitzufahren und dann noch mehr zu lernen einfach. Natürlich müssen wir auch die anderen nicht vergessen,
Aber die sind auch bald dran, hoffentlich. Mhm. Also haben die Leute, die oder die Institutionen, die auch ihr Geld da reinstecken in so eine Projekte, einen gesamtgesellschaftlichen Nutzen davon? Auf jeden Fall. Das muss auch so sein. Also das ist ja, Vielfalt tut gut. Die Vielfalt ist ganz groß. Alle sind damit gemeint. Und deswegen, es muss einfach zu nutzen sein. Also es muss einfach total klappen, so wie wir uns das alle vorstellen. Cool. Alles klar.